Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Bavmo-Video. Freunde, in der heutigen Rubrik geht es um die Bavmo-Gebrauchtwagen-Tipps. Im heutigen Video behandeln wir den 5er BMW der E39er-Baureihe. Also Freunde, los geht's! Du hast keine Lust, ewig Preise für deine Kfz-Teile auf allen Portalen selbst zu vergleichen? Dann schau bei autoteile-markt.de vorbei. autoteile-markt.de ist eine Preisvergleichsseite mit einem großen Netzwerk aus zertifizierten und geprüften Händlern und findet immer den für dich besten Preis für deine Neu- und Gebrauchteile. Somit kannst du schnell und unkompliziert bare Münze sparen. Einen Link findet ihr in der Videobeschreibung. Schau jetzt bei autoteile-markt.de vorbei. Dein Preisvergleichsportal im Internet. Der BMW 5er der Baureihe E39 wurde ab 1995 als Limousine und ab 1997 als Touring gebaut. Ab 1998 gab es auch einen M5 des E39. Diesen werden wir wie üblich in einem gesonderten Video zum M5 behandeln. Gegenüber dem E34 gab es designtechnisch massive Änderungen. So ist der E39 deutlich abgerundeter. Besonders starke Veränderungen erkennt man an der Front des E39. Hier sind die Nieren nochmals in die Breite gewachsen und die Scheinwerfer nun klar erkennbar als einzelnes Bauteil hinter einer Glasscheibe. Hier war BMWs komplett neue Designsprache der Modern Era Fahrzeuge in voller Blüte als Interpretation eines 5ers ersichtlich. Wie wir finden, ist es BMW hier gelungen, stark von der ursprünglichen Designlinie abzugehen und dennoch im Wesentlichen der Linie treu zu bleiben und erkennbar einen BMW auf die Räder zu stellen. Ab September 2000 erhielt der E39 ein Facelift, was ihn nochmal um viele Jahre jünger wirken ließ. BMW führte die, heute als eines der großen Markenzeichen bekannten, Corona-Ringe ein und formte die Nieren moderner um. Mit dem Facelift passte sich der E39 dem wesentlich moderner wirkenden E46 leicht an. Motoren und Preise. Die Motorenpalette beim E39 war so dermaßen breit gefächert, dass es für jeden Geldbeutel und jede Gaspedalstellung das passende Triebwerk gab. So ging die Benzinpalette mit einem 2 Liter R6 Triebwerk im 520i los, welches 150 PS und 190 Newtonmeter leistete und endete erst beim 4,4 Liter V8 im 540i mit 286 PS. Bei den Dieseln gab es etwas weniger Auswahl, was für die damalige Zeit auch gar nicht unüblich war. So fängt man hier mit einem 2 Liter Reihen 4-Zylinder mit 136 PS im 520D an und hört erst beim 3 Liter 6-Zylinder mit 193 PS im 530D auf. Probleme der Baureihe. Der E39 ist in Sachen Probleme ein Zwiespalt, wie er im Buche steht. Zum einen gilt er als einer der zuverlässigsten BMWs aller Zeiten und ist nur noch sehr, sehr selten mit weniger als echten 250.000 Kilometern auf dem Gebrauchtwagenmarkt zu finden, was sehr für das Fahrzeug spricht. Auf der anderen Seite wiederum hat er ein paar Problemchen, die besonders schwache Nerven zerstören können. Angefangen von einer, typisch für BMWs aus dieser Zeit, zu schwachen Achskonstruktion. Hier ist es leider nötig, bei den ach so guten Straßenverhältnissen hier im Industrieland Deutschland sehr oft die Gummilager und Gelenke zu ersetzen. Da diese in Kombination aus Straßenverhältnissen und Gewicht des Fahrzeuges überdurchschnittlich schnell verschleißen. Leider ist der Einbau in einer Fachwerkstatt oftmals nicht günstig, doch wenigstens bei den Teilen könnt ihr sparen, wenn ihr schlau vergleicht und bei unserem Partner für dieses Video vorbeischaut. Das nächste Problem ist jedem bekannt, der ein Fahrzeug mit einem M50 oder M52 Motor besitzt. Der Kurbelwellensensor gibt den Geist auf und der Wagen hat keine Lust zu starten. Ein Thema, welches in den letzten Jahren gerne auftaucht, doch durch den Tausch gegen hochwertige Originalsensoren wieder auf lange Zeit behoben sein sollte. Ein weiteres, sehr weit verbreitetes Problem sind die elektrischen Fensterheber. Diese fallen mit zunehmendem Alter gerne aus. Die Sitzbelegungsmatte ist auch häufig bei vielen gebrauchten E39 defekt. Diese befindet sich in den Sitzen eingearbeitet und signalisiert dem Fahrzeug, ob ein Passagier auf diesem sitzt, um dann im Falle eines Unfalls mit den richtigen Airbags reagieren zu können. Diese brechen sehr leicht durch, wenn man sich einmal zu stark mit dem Knie auf den Sitz gekniet hat, um beispielsweise nur eben schnell etwas aus dem Auto zu holen. Dann habt ihr nämlich das Problem, dass die Airbag-Kontrollleuchte nach dem Start nicht mehr ausgeht. Das bedeutet in 100% aller Fälle, dass man keinen TÜV mehr bekommt, da diese Leuchte signalisiert, dass das komplette Airbag-System aktuell deaktiviert ist. Diese Leuchte kann auch aufleuchten, wenn die Gurtstraffer im E39 defekt sind, was nach so vielen Jahren im Einsatz auch gerne mal passieren kann. Ein weiterer sehr wichtiger Punkt, welchen man beim E39 unbedingt prüfen sollte, ist die Warnos.
Hierzu lässt man den Motor laufen und hört sich den vorderen Bereich des Motors an. Hier sollte man kein Klappern oder Rasseln vernehmen dürfen. Sollte dies der Fall sein, könnte dies auf eine sehr teure Reparatur der Vanos hindeuten. Speziell bei den V8-Triebwerken kann es gerne zu Undichtigkeiten der Stirndeckeldichtung kommen, was einen aufwendigen und in einer Fachwerkstatt teuren Umtausch mit sich zieht. Wie alle anderen BMWs aus den 90ern und frühen 2000ern ist auch das Thema Rost ein großes Problem, besonders bei den Vorfacelift-Modellen. Hier empfiehlt sich immer, auch die Gummidichtung anzuheben, um auch dort die Kanten zu kontrollieren. Ab Facelift war es dann ein wenig besser mit der Rostvorsorge. Zur Serienausstattung eines jeden E39 gehörte ASC, DSC, 8 Airbags, Bordcomputer mit Check Control und noch vieles mehr. Sehr gut für Gebrauchtwagenkäufer ist, viele E39 haben eine üppige Sonderausstattungsliste, denn viele der damaligen Neukunden machten zahlreiche Kreuze im Sonderausstattungskatalog. Hier bleibt kaum ein Wunsch unerfüllt, von Klimaautomatik, Ledersitzen, Sportpaketen, Sitzheizung, Heckscheibenrollos bis Navigation und noch weiter war fast alles vertreten, was man sich in den späten 90ern und frühen 2000ern in ein Auto einbauen lassen konnte. Lediglich die Gadgets von Kit aus Knight Rider waren leider nicht bestellbar. Zumindest nicht, dass wir wüssten. Empfehlung: In unserem Video vor nun fast 5 Jahren haben wir noch den 528 als Vorfacelift empfohlen. Nach heutigen Gesichtspunkten würden wir allerdings eher zu einem Facelift raten, da der E39 mit dem Facelift um viele Jahre verjüngt wurde und im gepflegten Zustand sich deutlich angenehmer in das heutige Verkehrsbild einfügt als das Vorfacelift. Des Weiteren wurden beim Facelift auch die Probleme etwas ausgebessert und die deutlich sparsameren M54 Motoren verbaut. Unsere Empfehlung fällt daher auf den 525i und 530i als guten Spagat aus Fahrspaß, Komfort und Verbrauch. Einen Diesel würden wir nach Lage der aktuellen Politik bei einem so alten Fahrzeug nicht mehr empfehlen, da ab Werk maximal eine gelbe Plakette vergeben wird. Somit empfehlen wir lediglich Benziner. Alternativen: Obwohl wir den E39 in diesem Gebrauchtwagen-Tipp-Video zum Großteil gelobt haben, bleibt das Modell natürlich nicht alternativlos. Auch die Kollegen aus Stuttgart, Ingolstadt und Co. haben Fahrzeuge in dieser Klasse angeboten, die je nach Geschmack Alternativen für den E39 darstellen können. So war es bei Mercedes je nachdem Baujahr übergreifend die E-Klasse W210, und die E-Klasse W211. Und ebenfalls baujahrübergreifend bei Audi der Audi A6 C4. Und der A6 C5. Oder möglicherweise interessiert ihr euch mehr für den Vorgänger E34? Dazu haben wir bereits ein Gebrauchtwagen-Tipp-Video erstellt. Genauso wie zum Nachfolger, dem BMW E60. Links zu den Videos für Vorgänger und Nachfolger findet ihr in der Videobeschreibung. So Freunde, das war's mit dem Bavmo-Video für heute. Wir hoffen, dass euch das Video gefallen hat und würden uns über einen Daumen hoch freuen. Wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, dann könnt ihr das jetzt kostenlos tun. Vergesst auch nicht, die Glocke zu aktivieren, denn nur so bleibt ihr immer auf dem neuesten Stand. Also Freunde, vielen Dank fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal, eure Bavmo-Crew.